Einen wunderschönen Willkommen zu heute Abend. Willkommen zu einer kleinen Runde Brembo. Mal gucken, wie lange. Weil etwas kommt. Wir haben gestern hier gespielt. Haben Aufgaben bekommen. Wir mussten Gegenstände finden, diese vier Stück hier. Und das werden wir versuchen jetzt irgendwie zu lösen. Ich weiß nicht, ob irgendwie die Dings hier was zu tun hat. Ich weiß es nicht. Können wir die Leiter klauen? Ich muss nicht auf diese Leiter klettern. Aber ich würde die Leiter wegnehmen. Vielleicht können wir die kaputt machen. Damit er das Ding da nicht bekommt. Ja. Verrotten lassen. Das klappt wohl nicht. Der Korb scheint in guter Verfassung zu sein. Gut. Oder weniger gut. Wir bauen die Zitrone. Okay. Ich hoffe, ich kriege den noch hin zu gestern. Palantras, Sir. Warte, geh nicht. Oh nein, er sah gar nicht gut aus, Katerchen. War das nicht der Arzt? Vielleicht kann er sich selbst heilen. Hoffentlich, Katerchen. Er war so empört darüber, seine Feder verloren zu haben, was wohl passiert ist. Oh, das ist Palantras Feder. Ich hoffe, es geht ihm bald besser. Sie ist blutig. War da nicht irgendwas? Leicht und hohl bin ich die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Die Feder, würde ich sagen, ne? Okay, eins ist auf alle Fälle die Zitrone. Hey, wie die Sonne, doch verbrenne ich dich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. Das ist die Frage. Also ich weiß, dass... Warte mal. Katerchen, ich mache jetzt etwas, also verhalte dich ganz natürlich. Ich hab's mir schon gedacht. Na, Birdie. Ich war das nicht. Glänzende, saftige Zitrone. So, was haben wir denn noch übrig? Das haben wir und das haben wir. Fließe, fließe, kaltblütiger Sohn, lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Fauchte der Drache. Ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Okay, das hat sich jetzt hier verändert. Waren wir da drüben schon? Oh. Oh. Es hat keinen Haken, die Angelschnur ist zu kurz. Was passiert in den anderen Jahreszeiten? Dieses Boot sieht sehr alt aus. Das kann wohl nicht benutzt werden. Aber warte mal, hier ist doch... Komm nicht rüber. Zwei Monde. Ich stecke fest, auf Eis kann ich nicht segeln. Ja, vor allem, weil das kein Segelboot ist. Ah. Oh, Fren, hier waren wir schon. Ich habe die Brücke repariert, um deinen Geldbeutel zu holen. Wow, Katerchen, du bist so schlau. Ich hoffe, wir finden meine Sachen. Ja, dann müssen wir hier drüben hingehen. Da sind die Sachen.
Katerchen, ich kann meine Tabletten nicht finden. Vielleicht sind die Tabletten nicht hier. Vielleicht hast du sie verloren. Naja, viel geholfen haben sie mir eh nicht. Vielleicht tauchen sie eines Tages wieder auf. Gehen wir weiter. Okay, ja, hab ich euch gefunden, liebe Klamotten. Kommt zu eurem einzigartigen Träger. Können wir die benutzen? Nein, okay, wir können sie nicht benutzen. Oh, wir können hier drüben die Dings nicht benutzen. Okay. Oh, das muss das Schloss sein. Meine geliebte Tochter, komm her. Lass mich dich spüren. Mama, ich habe Angst. Du musst keine Angst haben. Du musst näher kommen, Fran. Ich will dir einen Kuss geben. Nee, bloß nicht. Mama, du kannst nicht meine Mutter sein. Sie ist tot. Du musst näher kommen, sofort. Wenn nicht, kommt das große Monster und schnappt sich dich. Nein, du bist nicht meine Mama. Lass mich in Ruhe. Mein Liebling, das große Monster wird kommen und dich holen. Er wird kommen und dich holen. Er wird kommen und dich holen. Mama, du machst mir Angst. Mama, hör auf damit. Bitte. Ich glaube, das war nicht Mama. Gab's hier nicht? Oh, warte mal, ich will Schnur haben. Gut, Garn und Schnur, um Dinge zu machen, ja. Ein schöner Tag für schönen Stoff und Schnur. Ich stehe zu Diensten. Muss ich... Okay. Oder aber... Die Angel. Hallo, Miss. Ich frage mich, ob du eine Schnur für eine Angelleine hast. Angelleine, Schnur? Ja, ja, hab ich. Willst du haben? Ach ja, ja bitte, wie viel ist das? Nun, das ist eine Menge. Ist das gut? Oh, ich meinte den Preis, Miss. Ich brauche nur genug für eine Angelleine. Oh, an den Preis habe ich gar nicht gedacht. Weißt du, ich habe bisher noch nie etwas verkauft. Gut. Aber, weißt du was? Du kannst sie haben. Ich hoffe, sie hilft dir weiter. Muss ich nichts für bezahlen? Oh, wow. Danke, Miss. Ich hoffe, du denkst dir bald ein paar Preise aus und verkaufst etwas. Tschüss. Schnur an der Angelrute. Das sieht fantastisch aus. Nee, das geht natürlich nicht. Das ist ja... Kann der uns einen Haken bauen? Tja, sieh doch. Ich habe eine Angel gefunden, aber sie ist kaputt. Kannst du mir helfen? Mal sehen. Irgendwas fehlt. Hast du den Haken gesehen, der zu dieser Angel gehört? Hm? Du hast gerade das gleiche gesagt wie jemand anderes im Krankenhaus. Wirklich? Wer? Welches Krankenhaus? Das Oswald Asylum, Sir. Die Krankenschwester, als ich den Vorhang kaputt gemacht habe. Oh, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du bist ziemlich befremdlich. Gut, vergessen wir das. Kannst du mir bitte einen Haken für die Angel herstellen? Ja, in Ordnung. Wenn du mir eine Münze gibst, gebe ich deinen halben Haken. Wenn du mir zwei Münzen gibst, bekommst du einen komplett funktionierenden Haken. Ich brauche keinen halben Haken. Ich brauche das ganze Ding. Das gesamte Ding kostet dich drei Münzen. Was? Eine Münze für einen halben Haken und zwei für den funktionierenden. Sind wir uns einig? Oh, Sir, du machst es ziemlich kompliziert. Ich bringe dir bald deine Münzen. Tschüss. Ich hab doch die Münzen. Hier sind die Münzen. Münzen. Hier sind deine drei Münzen, Sir. Wunderbar, danke. Und hier ist dein Haken. Ich hoffe, er funktioniert gut. Dafür habe ich drei Münzen bezahlt. Die Schnur gab's umsonst. Danke, Sir. Der ist perfekt. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Ich hab's geschafft, das ist fabelhaft. Ich werde dich Fischextraktor nennen. Okay. Gut. Da können wir gleich jetzt angeln, wa? Nee, warte mal hier. Hier sind doch so viele Fische. Naja.
ich habe einen Fisch gefangen. Tut mir sehr leid. Ein Fisch, der jetzt tot ist, armer Fischi. Hat das was hiermit zu tun? Fließe, fließe, kaltblütiger Sohn, lass dein Körper durch die steigende Strömung tanzen? Könnte ein Fisch sein, oder? Ich bin so kalt, aber... Oh nee, warte mal. Streichholzschachtel? Benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Ich muss das probieren, warte mal. Ob es das ist, was ich denke. Alles? Sir, bitte gib mir einen Hinweis oder so etwas. Ich brauche deine Hilfe. Hilfe? Ich helfe dir doch schon. Wenn du willst, dass ich es für dich löse, dann lernst du ja nichts. Zeit und Raum sind toll und die Antworten sind überall zu finden. Aber sie sind immer da. Ich bin mir sicher, du wirst die Antworten finden. Gib niemals auf. Wenn man... Ich muss also dieses Rätsel lösen und meine Antwort auf das Symbol rechts vom Stern legen. Ist es Streichholz. Nein, bitte, kleine Streichholz. Ich hoffe, das stimmt so. Ich hoffe auch. War es ein Strich mit dem Punkt? Nee, war wirklich der da. Okay. Zweiter. Ein Punkt ist Zitrone, zwei Fisch, drei Feder. Ein Punkt ist Zitrone. Quatsch. Zwei Fisch. Feder. Ich rieche den süßen Sieg. Glückwunsch. Danke, Sir. Ich bin bereit. Hol mir die Steine zurück. Ja, wir fangen mit dem Feuer an. Kotrim ist erwacht. Kotrim ist am Leben. Auf dem Gipfel des Berges wird er auf dich warten. Er hat meinen reizenden Zaubererhut. Bring ihn mir. Ah, dein Hut? Ja, die Steine verbergen sich zwischen meinen Zaubergerätschaften. Darum kann ich mich an nichts erinnern. Aber jetzt fällt es mir wieder ein. Geh auf den Gipfel des Berges und finde Kotrim. Und komm wieder, wenn du den Hut hast. Dann können wir die anderen Dinge erledigen. In Ordnung, Sir. Ich bringe dir deinen Hut. Es mich zu wecken. Wer? Du meine Güte, du lebst. Tut mir leid, dich zu stören, Sir. Ich bin Fran. Fran? Ich verstehe. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Naja, ich weiß auch nicht wirklich, was das bedeutet. Das ist einfach mein Name. Oh, okay. Meiner ist Kotrim. Willst du wissen, wieso? Klar, erzähl's mir. Kotrim bedeutet im Himmel geboren. Ich war mal ein Stern. Und weil ich im Weltraum geboren wurde, das ist also logisch.
Oh wow, ich bin noch niemals einem Stern begegnet. Schön, dich kennenzulernen. Ist jetzt Laura und das ist Lauras Stern. Auch schön, dich kennenzulernen, Fran. Also, was führt dich hierher? Der große Zauberer hat mir gesagt, ich soll dir den Hut besorgen, wenn es dir also nichts ausmacht. Das geht nicht. Ich bin geschieden. Geschieden? Was soll das heißen? Ich brauche einfach nur den Hut, Sir. Das ist sehr wichtig. Das geht nicht. Wenn ich dir den Hut gebe, wird das gesamte Land leiden. Du musst einen anderen Weg finden, um nach Hause zu kommen. Der König hat mir gesagt, dass es keinen anderen Weg gibt. Bitte hilf mir. Ich hab's dir doch schon gesagt. Es geht nicht. Meine Frau hat mich verlassen. Sie hat meinen Kopf bedeckt. Wenn ich den Hut abnehme, könnte ich ausbrechen und meine Larve alle umbringen. Einschließlich dich. Das will ich natürlich nicht. Was ist mit deiner Frau passiert? Sie hat beschlossen, es wäre an der Zeit, ihre eigene Insel zu gründen. Also hat sie mit mir Schluss gemacht. Ich hatte keine Chance, sie nach dem Grund zu fragen. Ich vermisse sie so sehr. Sie ist jetzt also auf ihrer eigenen Insel? Weißt du, wo die ist? Ich glaube, sie ist auf dem Wasser. Sonst würde ich ihre Präsenz sehr stark spüren. Ich weiß es nicht. Oh, meine Liebste, meine geliebte Frau. Ich versuche, sie zu finden, okay? Dann gibst du mir den Hut. Nur wenn sie zurückkehrt. Ansonsten weißt du, was passieren könnte. Kann ich nicht etwas anderes auf deinen Kopf legen, Sir? Ein Felsbrocken oder so etwas? Nein, ich mag diesen Hut. Okay, ich bin bald wieder da. Okay, wir müssen aufs Wasser. Ich weiß, dass du ganz alleine bist. Gott, das ist gruselig. Lass mich deine Mama sein. Lass mich dich füttern. Komm an meine Seite. Und du wirst viele neue Freunde haben, die mit dir spielen. Ich will nicht, dass du meine Mama bist. Du siehst gruselig aus. Und ich mag dich nicht. Fran, mit wem redest du? Huh? Die Frau da drüben. Ach, vergiss es, Katerchen. Gott, die war ja wirklich gruselig. Hallo? Miss, wach auf. Ich habe eine Nachricht für dich. Oh, hallo, eine Botin. Welch ein schöner Tag. Ja, Miss, ich bin die Botin der Liebe. Der Liebe? Oh, aber du bist gar nicht rosa. Und rosa? Nein, ich bin die braune und grüne Liebesbotin. Und hat die Liebesbotin mir auch etwas mitzuteilen? Ja, natürlich. Ich bin im Namen der Liebe hier, um dich zurück zu deinem Mann zu bringen. Nein, er hat mich sehr traurig gemacht. Niemand hat das Recht, mich traurig zu machen. Naja, vielleicht wollte er dir nicht wehtun. Was hat er denn getan? Er war so heiß und darin habe ich mich verliebt. Aber in letzter Zeit war er immer so kalt. Ich fühlte mich vernachlässigt. Ich habe so oft geweint. Er hat damals eine wunderschöne rote Blume für mich wachsen lassen, um mir seine Liebe zu zeigen. Aber dieses Jahr wuchs sie nicht. Und weißt du was? Ich bin diejenige, die ihn die ganze Zeit beschützt. Das muss er anerkennen, das ist alles. Aber Miss, wenn ich diese Blume für dich finde, kommst du dann zurück? Vermutlich schon, aber ich habe keine Hoffnung. Außerdem bin ich jetzt Herrin meiner eigenen Insel. Ich versuche, die rote Blume zu finden. Weißt du, wo sie wächst? Immer auf der Kehrseite. Sie unterscheidet sich stark von all den anderen Blumen. Die Kehrseite? Wovon, Miss? Natürlich die Kehrseite meines Mannes. Bringen Sie mir, dann kehre ich zu ihm zurück. Toll. Blüht sehr langsam, ja. Hm.
bist meine Frau, meine Liebste. Warum bist du gegangen? War ich zu heiß? Dann komme ich doch auf die Kehrseite. Okay. Warte mal kurz. Ich probiere mal nochmal. War das... Wir konnten drüben nichts weiter machen, ne? Oder? So, warte mal, nein, zurück. Ist es. Moment mal. Das muss die Blume sein, die ich brauche. Nicht auf mich. Okay, super. Hätte ich ja noch lange suchen können. Los geht's. Feuer frei. Bring mir die rote Blume von der Kehrseite meines Mannes, dann kehre ich zu ihm zurück. Da ist er. Miss, ich habe sie gefunden. Sieh doch, hier die rote Blume. Oh, vielen Dank. Sie ist so wunderschön. Du bist wahrlich eine tolle Liebesbotin. Danke, Miss. Wir sollten jetzt sofort zurück zu deinem Mann. Er vermisst dich sehr. Wir sehen uns dort im Winter. Und weg ist sie. Dann geht's wieder hoch. So, mein Freund. Da ist er. Schön, euch beide zusammen zu sehen. Jetzt hätte ich bitte gerne den Hut. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Komm, Schatz, kletter nach oben. Ja, ganz schön schwer, der Brocken, ja? Und hier ist der Hut. Nochmal danke. Wow, danke, Sir. Ich muss den Hut jetzt den großen Zauberer bringen. Tschüss. Hier ist dein Hut, Sir. Oh, mein Hut. Ich spüre, wie das Wissen durch meinen Körper fließt. Ich fühle mich glücklich. Das ist toll, Sir. Was steht als nächstes an? Die Gabe der Erde. Die Frucht. Die Erschaffung selektiver, zufälliger Elemente, damit wir essen können. Wunderschön, nicht wahr? Ja, das ist unglaublich. Ja, die Frucht spricht nun zu mir. Sie sagt das. Das Buch. Mein Buch des Wissens, es befindet sich in der Bibliothek, doch nimm dich in Acht. Das Buch könnte sich verbergen, du musst also beharrlich und geduldig sein. Gut, Sir, dann gehe ich jetzt zur Bibliothek. Warte, du brauchst ein Passwort, um hineinzugelangen. Lass mich nachdenken. Denk nach, es muss damit zu tun haben, wie wir lernen, oder... jetzt weiß ich es wieder, das Passwort lautet... Deine grundlegenden Sinne lassen sich leicht manipulieren, schalte sie aus, bevor du lernst. Oh, ich werde versuchen, mir das zu merken. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns häufig manipulieren lassen. Wir sollten immer versuchen, unseren Verstand einzuschalten. Da sollten sich einige wirklich eine Scheibe abschneiden. Niemand sollte dir jemals vorschreiben, was du denken oder glauben darfst. Sei hungrig nach Wissen. Wissen. Faktisch. Dann entwickelst du dich fortwährend weiter. Ansonsten halt nicht. Sonst geht's nämlich rückwärts. Damit wirst du in der Lage sein, jede Sekunde deines Lebens auszukosten.
Oh, denken und lernen macht Spaß und neugierig sein hilft dabei sehr. Ich gehe jetzt zur Bibliothek, um dein Buch zu finden. Okay. Da müssen wir wieder zum Wasser. Und gleich mal speichern. Sicher, sicher. Nein, nicht aussteigen. Zurück. Oh, das muss das Schloss sein. Ich dachte, dann liege ich falsch. Müssen wir mal alles gucken. Ach, da war das. Ich Tummerchen. Weißt du noch, Fran? Du bist eine Mörderin. Du bist ein irres kleines Mädchen. Irre Mädchen müssen bestraft werden. Tu, was ich sage. Tu, was ich sage, Fran. Spring. Ich wollte sie nicht umbringen. Das wollte ich nicht. Wir haben sie doch gar nicht umgebracht. Wir haben sie doch befreit und gerettet, oder? Oh, meine Liebes, hör nicht auf diese bösen Dinge. Du bist stark. Wirf sie aus deinem Kopf, mein Liebes. Bin ich verrückt, Katerchen? Sag's mir. Nein, mein Liebes, du musst doch stark bleiben. Lass sie nicht mit deinem Verstand spielen. Oh, meine Katerchen, ich fühle mich ganz kaputt. Meine Brust tut weh. Oh, mein Liebes, ich bin hier für dich. Weine nicht. Ich hab dich so lieb. Ich hab dich auch lieb, mein Liebes. Wir sollten weitergehen. Gehen wir zur Bücherei. Wir können... Die Bücherei ist geschlossen, weißt du doch? Wir haben nur im Herbst und Winter geöffnet. Ach so, Entschuldigung. Halt! Kennst du das Passwort? Ja, genau. Ja? Na gut. Was ist das Passwort? Lass mich an die Worte erinnern. Es ging irgendwie so. Deine Augen und Ohren sind begrenzte Sensoren. Schalte sie ab, bevor du lernst. Gut. Warum ist das so? Denn erst dann können wir wahrlich sehen. Das ist wie diese Stadt. Erst war sie für mich unsichtbar. Wissen ist überall. Selbst in Dunkelheit und Stille. Du kannst hereinkommen. Viel Spaß. Wir haben doch gar nichts gelernt hier. Okay. Das versuche ich nicht mal. Warte mal. Hallo, was liest du da? Ein Buch mit vielen Buchstaben. Manchmal finde ich, dass einige der Buchstaben sehr unheimlich aussehen. Vielleicht solltest du lieber etwas mit vielen Bildern lesen. Oh ja, ein anderes Mal, Liebes, wenn es dir nichts ausmacht. Oh, tut mir leid, entschuldige mich. Hallo. Oh, hallo, warum liest du nicht? Weil ich erst ein besonderes Buch finden muss. Oh, besondere Bücher sind toll. Das, was ich lese, ist auch ganz besonders. Oh, das ist ja toll. Na gut, ich suche dann mal weiter nach meinem besonderen Buch. So, das ist eine 1. Es gibt 2 Einsen. Welche Zahl ist das? Oh. Anscheinend muss ich diese Löcher mit Zahlen füllen. Ist das ein Zahlenfolge-Ding?
Hallo, Sir. Was machst du da? Ich suche mein besonderes Buch. Und ich frage ja nur ungern, aber warum stehst du auf dieser Leiter? Du hast doch Flügel. Ja, weil ich diese Leiter dafür geschaffen wurde, benutzt zu werden. Logisch, ja? Und aber was, wenn ich sie brauche? Dann solltest du warten, bis du an der Reihe bist. Und aber was, wenn es ein Notfall ist und ich nicht so lange warten kann? Dann hättest du vor mir herkommen müssen. Tut mir leid, aber ich muss weitersuchen. Ich sehe so viele Bücher. Ich glaube kaum, dass sich das Buch des großen Zaubers in diesen Regalen befindet. Da wo denn dann, wenn ich hier gucken soll? Okay. Oh, na super, das müssen Eterster-Zahlen sein. Ja, 1, 2 und 3 und 4 und so weiter. Okay, dann ist das ein Zahlenfolgeding. Das und das ergibt das. Zusammen mit das ergibt das. Dann kommt ein E. Aber gucken, warte mal. Das und das ergibt das. Das und das ergibt das. Das und das ergibt ein E, wenn ich das richtig noch im Kopf habe hier. Das und das. Nee. Das und das ergibt ein E. 5 und 3 macht 8. Nach dem E kommt dieses E mit dem Strich. Und dann das E mit dem Strich und E. Das ist dann die nächste. 2, 4, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 13. X und Dings. Ja. Ich hab's geschafft. Oh, wow. Ich bin so toll. Jetzt muss ich den Hebel drücken. Fragst bloß in welcher Zeit. Das muss das Buch des Zauberers sein. Und... Hallo, Sir, was machst du da? Ich suche mein besonderes Buch. Okay, ich muss los. In den anderen Zeiten ist es nicht, ne? Doch. Entschuldige, Sir, ich brauche das Buch. Ich habe das Buch in der Bücherei gefunden. Das ist das besondere Buch des Zauberers. Oh, das sieht interessant aus. Aber ich kann den Text nicht lesen. Ich kann die vier Jahreszeiten und Kreaturen erkennen. Oh, okay. Der große Zauberer malt wohl gerne. Ah, ich wünschte, ich könnte es verstehen. Vielleicht bedeutet das, dass es gut ist, sich die Bäume anzusehen. Was ist das? Ich habe noch nie ein Skelett mit einem Baby gesehen. Das Baby wird bestimmt mit einem großen Kopf geboren werden. Das Monster. Es scheint, als würden die Leute es lieben. Okay, wir müssen raus.
wieder hoch zum Zauberer. Da müssen wir vielleicht auch noch hin. So. Sir, hier ist dein Buch. Es befand sich im Inneren der Spieluhr. Ich habe die Puppe gesehen. Das Idvard-Schloss. Das klingt unterhaltsam. Danke für das Buch. Damit erinnere ich mich an die vielen Dinge. Viele, ganz viele Dinge. Und was kommt jetzt? Auf dem Stern sind noch zwei Dinge übrig. Ja, Fisch im Wasser. Fischlein, Fischlein, schwimm. Schwimm zurück nach Hause, Fischlein. Wow, Sir, du hast den Fisch aufgeweckt. Ja, weil ich mich erinnert habe, wie man das macht. Ist das nicht wunderschön? Das ist magisch, Sir. Kannst du das auch mit anderen Wesen tun, Menschen zum Beispiel? Natürlich, aber nur, wenn die Umstände positiv sind. Allerdings sind die Umstände häufig nicht positiv. Ich verstehe, Sir. Also müssen wir die fehlenden Steine finden, ja? Der Fisch hat mir erzählt, dass sich meine Schuhe an den Füßen des großen Tänzers befinden. Weißt du, wo dieser Tänzer sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß Bescheid. Ich gehe das prüfen.